So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Minecraft Tropical Island. Und immer noch hier im schönen Tropenregen und natürlich, wie soll es anders sein, der Tilo immer noch dort mit dabei. Leider ja. Ich ärgere mich gerade ein bisschen über den scheiß Shader, weil der so einen Grafikbug jetzt hier hat. Muss ich leider einen anderen nehmen, aber ich kann dir die Sichtweite mal ein bisschen höher machen. Und es regnet immer noch, Alter. So, wie waren die Koordinaten Was ist da nochmal? los? Ah. Es 230 und 250. Okay. So, oh, Eisen. So, Leute, und wir müssen uns heute ein bisschen um unser Essensproblem kümmern, das ja leider besteht. Ich werde jetzt wieder zurück zu meiner Hütte gehen und da vorne erstmal die Samen mitnehmen Ich gerade und mir dann. übrigens wieder gefunden habe, deine Route. Ah ja. Da bin ich jetzt Und gerade. dann hinten bei meinem Baum werde ich dann ja ein kleines Feld errichten. Huch, da ist ein Creeper. Ist der Deck gechoppt? So, und in meiner Folge werde ich heute anfangen, mir einen Ort für mein Haus zu suchen und ein bisschen daran bauen. Das habe ich einfach mal vorgenommen, dass ich jetzt nicht wie ein Obdachloser in meinem Gemeinschaftshaus lebe. Ich meine, wenn Tilo sich jetzt schon so einen gigantischen Baum gesichert hat, muss ich auch irgendwas mal machen. Ich Eben. meine, wenn ich Ja, müsst. produktiver als Tilo bin, ja, dann habe ich sowieso schon verloren. Ja, dann läuft irgendwas gewaltig schief. Ist so. Ich So, meine, ich habe mir okay. gleich meine Full Was Iron ist hier? erfahren, Tilo hat es einfach auch schon. Was ist da Echte los? Bambus-Chest. Okay, hier sind noch Orangen. Die werde ich mir mal. Oder werde ich mal das Ding hier nehmen. Ich will das Schwert nicht kaputt machen. Es besteht mir, wie gesagt, ein gewaltiges Essensproblem und dem muss natürlich vorgebeugt werden. Und ich werde heute also meinen Baum aushöhlen, mich ein bisschen um ein kleines Minifeld voraus kümmern, was halt nur temporär ist, weil ich das ja nicht dauerhaft haben möchte. Ah, guck mal, da vorne ist der Mystery, der Markus. Der geht gerade auch nach Hause. Ich sehe deinen Namen rechts von mir, also links von dir müsste ich dann sein, wenn du logisch kombinieren würdest. Ach, ich bin zu blöd für sowas. Hey, man. Ah, da bist Wenigstens du. sagst du Da die bist Wahrheit. du. Jetzt sehe ich dich. Hinter mir. So. Gut, das heißt, ah, oh, da hinten ist die So. Peace-Friedens-Gedenkfackel. Da vorne müsste dann schon mein Baum sein. Ja. Ja. So, Und wer es nicht mehr gekriegt hat, was wir in der letzten Folge geplant hatten, oder was ich da in der letzten Folge erzählt hatte, dann schaltet da am besten nochmal ein. Denn da habe ich höchst geheime Pläne über meinen Bauen berichtet oder halt verkündet. Ja. So, es wird dunkel, oh nein. Ich habe auch noch gar keine Nein. einzige Spinne gesehen. Wir haben überlegt, wir müssen irgendwie an Faden und an Wolle kommen, dass wir uns Betten machen können. Ja, das wäre echt ganz gut. Ja. So, ich leuchte hier mal ganz kurz ein bisschen aus. Alles nur provisorisch, alles nur temporär, Leute, keine Sorge. Aber irgendwie muss man ja mal reden. So. So, da ist ein Was? hawaiianischer Creeper-Tourist. Der hat einfach. Das ist Das ist so so geil. genial, ne? Der hat einfach diese Blumen hier gecroppt, wenn man den tötet. Das ist einfach so ein ganzes Blumenfeld. Apropos Blumenfeld. Ich hab eine Kokosnussgranate. Oh ja. Also, wir sind wieder zu Hause, das heißt, wir müssen gleich. Ich habe Kokosnussgranaten bekommen, zwei Stück, aber wir haben Ja, no die permissions. kannst du nicht einsetzen. No permissions to do that. Jo. Wir müssen gleich noch zu Peace Gedenkfackel gehen und da wieder eine Blume opfern. So, okay, Leute, dann gehe ich mal wieder hoch. So, auf Weg eine leckere Orange essen. Wow, gleich mehrere. Und dann müssen wir mal gucken, haben wir hier schon ausgehöhlt? Nee, hier haben wir noch nicht. Okay. Da drüber auch noch nicht. Da müssen wir noch rüber gehen. Muss gerade noch meine Base Okay. finden. Ich bin einfach. Meine Basis gar nicht, die ich am Anfang des Dschungels errichtet habe. Hey, Junge, chill deine Basis, Alter. Deine Basis. Wenn ich sie finden würde. Ist einfach so düster hier. Hier werde ich mich mal reinbauen. Zack. Super gut, Okay. also gefällt mir. Super geil. Gefällt mir richtig So. gut, also ich meine Basis, Alter, was ist los? Die Basis. Meine Basis, genau. Meine Basis dort finde. So, wir
den mal ausleuchten. Wir wollen ja nicht, dass hier was spawnt. Und dann hier die Decke abbauen. Es gibt richtig schön viel Holz. Das Holz können wir dann, wenn wir richtig gewitzt sind, noch verticken sogar an andere, die nicht viel Holz haben. Obwohl, bei dem Mod... Ich glaube, dass man hier kein Holz hat, ist relativ unwahrscheinlich. Ja, eben. Aber trotzdem, dann habe ich immer einen großen Holzvorrat. Das ist ja auch nicht schlecht. Das stimmt. So. Zack und zack und zack. So. Leute, wo ist meine Basis? Wo ist sie hier? Weil das Abbauen hier, die Etage, die brauchen wir nämlich nicht. Wir werden uns später künstlich eine eigene Etage noch reinzumachen. Wie gesagt, das wird dann mein Thronraum. Aber so erstmal nicht. So erstmal nicht. Tut uns leid. So. Hä? Ich laufe einfach nur im Kreis und finde meine Basis nicht. Ich bin von dort aus immer hier hingegangen zu diesem Dschungel. Boah, Junge, chill deine Basis, Alter. Ich hieß einfach nichts. Nothing. Oh, doch, da ist sie. Voting? Okay, das muss ich mal hier besser markieren. Hier ist meine Basis. Wo hast du denn hast du eine eigene Basis? Ja, so mehr oder weniger nur von der Höhle. So ein bisschen. So. Moment, die Höhle, wo wir mal drin waren, oder wo? Bei dem Dorf? Genau. Ach, da hin? Nee, nee, netter, okay. Netter. Schon am Spawn. Ach so. Ja. Ah. Und da sind schon noch ein paar wichtige Sachen drin, die ich brauche. Mhm. Und so oder so wollte ich jetzt umziehen. Jo. Ach so, wir werden heute die heutige Folge etwas kürzer machen, weil die letzte Folge ein bisschen Überlänge hatte. So ein bisschen, ja. So, deswegen wird die heute nur 14, 15 Minuten lang sein. Also nicht wundern. Aber ich hoffe, wir können euch doch mit unserer Produktivität beeindrucken. So. So, Leute, wo baue ich jetzt? Das ist die große Frage. So, das war meine Axt. Sehr gut. Wo baue ich jetzt? Ich werde hinten bauen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Er hat hinten gesagt. Max klingt immer so gequält. Es ist gequält. Und da ja, ist noch du klingst nicht mehr so, ne? So. Ach, hier sind wir. Das ist gut. Okay, dann müssen wir die jetzt mal abbauen. Hier müsste noch eine Werkbank sein eigentlich. Nee, ist nicht. Okay, gut. Dann ist hier eben keine Werkbank. Ach, da oben ist eine. Ich hoffe mal einfach scheiße. Oh. Nein, ich darf nicht sterben. Ich werde auch von so einer Skelettarmee verfolgt. Oh nein. Du kannst halt nichts. Bitte nicht. Markus, du schaffst es jetzt bis zum Gemeinschaftshaus, okay? Dann bin ich stolz auf dich. Wenn du das schaffst. Ich meine, diese Leute, die mit sich selber reden. Die selber versuchen einzureden, sie hätten was drauf, sie könnten was. Tilo, machen wir was anderes, komm. Wir nehmen Let's Plays auf, alleine in unserem Zimmer. Manchmal mit Freunden, manchmal nicht. Nee, nie mit Freunden. Stimmt, du hast ja keinen. Wir sind doch Gamer, wir haben doch keine. Stimmt, ach, ich weiß, ich vergesse das immer wieder. Ey, sag mal, wie kannst denn du nur? Ja, also ich vergesse manchmal, ich vergesse es einfach so, hey, ich hab ja gar keine Vergiss die Tugenden des Gamerseins. Ja. Richtig doof. Ich vergesse das einfach. Ich hoffe auch, du hast dich die letzten Tage nicht geduscht. Nee, war ich prinzipiell nicht. Nee. Ach so. Wir haben uns, ja, das macht wir haben uns extra macht unsere, nicht. Unsere Dusche haben wir uns extra aus der Wohnung entfernen lassen, da wir sie ja eh nie benutzen. Also. Haben wir jetzt einfach. Ja, normal. Habe ich jetzt einen Aufnahmeraum. Ja, voll geil. Und damals hier. Voll geil. Voll geil. Die Tine will einfach ja sagen. Und dann gefragt, komm, statt Badezimmer einfach mal ein Aufnahmezimmer. Okay. Machen wir. Also ich kann ja hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar haben wir in der Schule immer so einen Oberstufenraum. Und der war mal ein altes Klo. Da haben wir ganz professionell die Toilettenanschlüsse, also die Rohre, wo man früher mal reingeschietert hat, mal zugestopft mit Papier und dann da Farbe reingemalt, also so übergemalt. Und jedes Mal, wenn man da reinkommt, dann stinkt das da. Das ist echt scheiße. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, scheiße. Okay. Oh Mann, Alter. Gott, die ganzen Skelette hier einfach. So. Ja, Markus, hast gestern schön auf die Keule gehauen, ja? Die Keule gehauen, ne, ich hab mir gestern How I Met Your Mother angeschaut. Ach, warst du nicht bei Tanzen im Mai? Nee. Heute ist der 1. Mai, liebe Freunde, ja. Gestern wäre Tanzen im Mai gewesen. Und heute fange ich auch offiziell an, also ist schon ein Tag jetzt, wenn ihr die Folge seht, einen Monat lang vegetarisch zu leben. Ja. Oh, bin ich mal gespannt, ob er das durchhält. Also ist sehr schwer, ich persönlich würde es nicht durchhalten. Besonders du. Ihr müsst wissen, der Tilo ist schon 4,5 Jahre Vegetarier. Ja, ich bin seit Oktober 2009 lebe ich vegetarisch, also komplett ohne Fleisch und Fisch. Und ich krieg das aber ganz gut hin, also ich hatte da nie große Probleme mit.
Ja, also es, für mich Deswegen. ist, ihr müsst wissen, also ich sag's nochmal auch für Thilo und Thilos Zuschauer, ich bin so einer, der isst nicht Bacon, der isst nicht Ei mit Bacon, sondern Bacon mit Ei, so müsst ihr euch das vorstellen. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe auch in der Zeit, als ich Fleisch gegessen habe, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Bacon gegessen. Nein, also nie Bacon in der. Nee. Ach, Thilo, Mensch. Ich habe, auch als ich noch Fleisch gegessen habe, also vor halt 4,5 Jahren, da habe ich, glaube ich, noch nie Bacon gegessen. Ach, Thilo. Ja. Du hast noch nie Bacon gegessen. Ja, ich weiß auch nicht. Seltsam, Oh. oder? So, ich bin jetzt mal ein Komisch. richtiges Arschloch, nehme den geilsten Platz, den ich hier so gesehen habe, und werde das hier mal mein eigen nennen. So, wo baust du denn jetzt Ich baue deine jetzt Reihen? so, dass man noch das Hauptgebäude, also das Spawn-Gebäude sieht, aber an so einem richtig geilen Platz, wie ich finde. Und zwar auf der Mhm. anderen Seite, wo auch wieder Ufer ist. Also quasi auf der gegensätzlichen Seite vom Okay. Spawn. Atemlos. So, und dann hört es auch wieder auf, mit dem Tilo Spaß zu haben. Ja, der Markus, der mag Helene Fischer leider nicht. Tut mir leid, Tilo. Ist nicht so meins. Schlagergesänge. Ja, und Scheiße, sie sieht aber geil aus. Als der Grund, warum du die Nö, Musik anhörst. nee, ich höre mir die Du stellst Musik dann nicht an. immer Ich vor, habe dass sie heute in zum deinem ersten Zimmer Mal in ist. dieses Scheiß-Lied reingehört. Echt? Ja, Ja. ich. Es gibt Leute aus meiner Familie, die mögen Helene Fischer ziemlich gerne. Und dann höre ich ab und zu da so mal mit, leider. So, Peace. Wir vermissen dich immer noch. Ich opfer dir diese Du hast eine schöne scheiß Verbindung bei Blume. mir, Echt? Markus. Bei mir haben wir beide Ja, gut. du hast eine scheiß Verbindung. Also wie gesagt, Ja, du Peace. hast immer eine Ja gute. klar. Peace, Also wenn du selber aufguckst. ich opfer dir diese Blume, dass du weiter in Frieden ruhen kannst. Wir vermissen dich. So, ich hab Gell, Küche Tilo? gehabt. Wir vermissen dich. Ja. Ja, komm, muss jetzt mal nicht so emotional werden. Wem gehört denn die Kiste dahin? Flippo. Dies ist Flippos Eigentum und gehört Flippo. Nein, echt? Dieses Flippos Eigentum, das gehört Flippo. So, ich nehme mal kurz den Schnorchel. Ich tue ihn gleich wieder zurück. Ich mag mir kurz das Unterwasser anschauen, wie das aussieht. Ach Leute, das dauert noch ewig, Och, bis wir hier richtig durch geil. sind. Guckt mal unser Wasserleben an hier. Richtig genial. Und da ist ein Sperrfisch. Den klauen wir uns doch hier mal unten. Hey. Kaum bist du zu. Er ist tot. Er ist einfach gestorben. Instant. So war das aber nicht geplant. Und du droppst du nächstes Mal. Toll. Weißt du, tötet man Fische, Tilo, und dann droppen die nächstes Mal. Das Irgendwas. ist ja fies. Richtig gemein. So, Flippo, hier kriegst du deinen Schnorchel wieder. Dankeschön fürs Ausleihen. So, dann gehen wir uns noch schnell die restlichen Sachen holen. Und dann ist die Folge auch schon bald wieder vorbei, wenn wir so weitermachen wie ich. So, ich habe ja falsch gebaut, merke ich gerade. LOL! Oh. Okay. Was? Ja, ich bin noch etwas ratlos, was ich hier mit dem Baum mache. Ich würde schon gerne drin die Treppe bauen, aber ich würde es auch andererseits auch gerne draußen bauen. Weißt du? Also irgendwie muss man ja auch reinkommen. Oder halt hochkommen. Ihr baut ihr doch so Art Hängebrücke von oben nach unten. Zum Eine Beispiel. Hängebrücke von oben nach unten? What? Ja, so eine Art Aufgang halt. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja. Bau einfach was Schönes, Aber okay? du meinst außen? Außen einen Baum oder innen? Außen. Außen und dann so eine Hängebrücke, Ja. ja? Und die dann im Kreis nach oben geht. Die Ja, das quasi hatte ich so nämlich den auch Baum so gedacht. umschlingt, so. Ja, genau, das hatte ich auch Man halt gedacht. immer weiter nach unten geht. Ja, Ich genau. meine, warum nicht, ne? Ja, warum nicht? Ich werde mir jetzt erstmal hier unten so ein kleines Quartier einrichten. Wir mal hier. Achso, aus dem Holz kann man, glaube ich, keine. Obwohl, nee, das ist ja Tropenholz, ne? Da müsste man ja eigentlich. Müsste man ja Kisten ausmachen können, oder? Ja, das ist gut. Stelle ich mir mal hier 4 Kisten hin. Zack. Ich markiere mir mal kurz ganz grob so ein bisschen mein Gebiet hier. Weil ich jetzt nicht dazu komme, wirklich anfangen, Was mache ich denn? dass es aussieht wie ein Haus. So wird es noch nicht aussehen in dieser Folge. Deswegen stecke ich mir das mal kurz so ab. Dass man das hier keiner wegnimmt. Zack, 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 So. zack, zack, zack. Die Kiste hier dran. So. Workbench. Und ein bisschen Holz könnten wir uns machen, ja. Gut, dann haben wir uns auf jeden Fall schon mal einen schönen Ort ausgesucht. Ich finde, hier lässt sich leben. Finde ich, So, ein paar sieht ganz Sachen schön hier aus. reinpacken.
Okay, liebe Freunde, jetzt haben wir hier mal ein bisschen ein paar Kisten eingerichtet. Ich muss mir mal ganz dringend was zu essen holen, sonst bin ich gleich wieder am Krepieren. Das passiert einfach so schnell, nur dass man hier Hunger verliert, weil die Sachen machen auch nicht wirklich einen satt, habe ich das Gefühl. Ne? Hier ist ein Skelett. Aua. Und hier ist ein Steinviech, aber ich habe leider keine Spitzhacke. Ein Steinviech? Oder nee, Moment. Lebt das? Irgendwo, das, da, das sind die Augen nicht rot. Ich mach mal ganz kurz eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke macht sich der Tino. Das gönne ich mir mal. Oh, die Folge ist schon wieder rum. Wie viel haben wir denn? 16 Minuten. Ach komm, dann machen wir 18. Okay. So haben wir auch nicht überzogen letztes Mal. Okay. Ich mag einfach so ein bisschen produktiv einfach sein, hier mal was erreicht hat. So, deshalb mache ich mir kurz hier ein bisschen mehr Platz, dass wir in der nächsten Folge dann anfangen können, hier schön zu bauen. Weil wir haben jetzt Folge 5 und ich habe einfach noch kein Zuhause. So richtig. Das ist ein bisschen traurig. So. Okay, ich schlag jetzt hier mal so eine Osterinselstatue. Und die ist tot. Und ich sehe gerade, ich habe doch was von bekommen von dem Fisch. Das war was Marlin. Jetzt habe ich Fresh Marlin-Fleisch bekommen. Ich habe da, weißt du, ich habe überhaupt nicht dran gedacht, an Fischfleisch. Weißt du, wir können uns ja von Fischen voll gut ernähren. Wir können auch angeln und so. Und dann machen wir uns gebratenen Fisch, dann haben wir kein Essensproblem mehr. Wir können auch Fischernetze machen. Genau, wir können richtig angeln und sogar Fische transportieren. So viel ich das gesehen habe. Ja. Ja, also den Mod, den haben wir natürlich noch nicht andersweise ausgereizt. Mhm. Also, ich habe nicht mehr gesehen als ihr, ist fast null im Grunde genommen. Ja, auf jeden Fall richtig wenig. Und ich weiß, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, mir Fische zu angeln, weil ich halt selbst im echten Leben nie Fisch esse. Nee, ich auch nicht. Ich finde Fische irgendwie eklig. Ja. Ich fand Fisch auch früher immer eklig. Und deshalb bin ich gar nicht auf die Idee, auf die Idee gekommen, mir irgendwas hier zu angeln. ich muss jetzt aber echt mal gucken, wie man sich hier angeln macht, weil ich habe noch keine einzige Spinne oder irgendwas ähnliches gesehen. Nee, mit Mobs ist das echt ein bisschen schwierig. Oder gibt es wie bei Hexit, Cotton Seeds, also, du weißt schon, Was ist denn hier? Na, Baumwolle. Weil dann könnten wir uns ja auch Spinnennetz-Dinger draus machen. Ja, ich weiß nicht, ob es hier Baumwolle gibt. Ah, jetzt bin ich auch hier da, wo du warst, in dieser Schule oder Kirche oder was das ist. Ah ja, genau. Hier ist ein Gang nach unten. Hast du den gebaut? Ja, nee, ich habe da nichts gebaut. Ich habe nur so einen Gang nach oben, so, also ein bisschen hochgesteckt mit Erde, dass ich mir das angucken kann, aber mehr nicht. Achso. Okay, Leute, dann vielen Dank fürs Schauen. Schaut morgen wieder rein bei Tropical Island. Natürlich beim Markus, schaut auch vorbei beim Mystery M1000. Und ja. Vielleicht schaffen wir 2000 Dislikes, man weiß es nicht. Ja, gebt mal 2000 Dislikes, das wäre echt super. Aber wenn ihr nicht in der Lage seid, 2000 Dislikes zu machen, dann fangt gar nicht das an. Also dann schon ein Like geben. Ja, genau, das wäre auch ganz cool. Ja, also würden wir uns auch freuen drüber. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Moment, ich bin noch kurz. Warte, ich auch. Moment. Okay, so. Haben wir noch schnell Fackel? Momentchen. Da ist er schon weg. Und tschüss. ja, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mystery.